Lieber Ehrenpräsident, lieber Wolfgang Röhm, lieber Walter Kassin, lieber Volker Wagner, liebe Nerren und liebe Narren, gestatten Sie mir zunächst ein Wort des hohen Respekts zu sagen für das, was wir eben erleben durften. Ich glaube, mit der Ehrung von Wolfgang Röhm und mit der Lebensspanne, die mit einem über 90er in ein fast jahrhundertlanges Leben verbunden ist, haben wir etwas Besonderes erlebt. So etwas wird uns nicht so oft zuteil. Er ist der Gründervater dessen, was wir heute, wie Volker Wagner das schon sagt, zweimal 11 Jahre feiern dürfen. Er hat sich nicht davon abbringen lassen und er hat seine ganze Lebensweisheit und seinen karnevalistischen Urtrieb eingebracht, damit aus diesem wenigen Verein, und er hat ja die Initialzündung gesetzt, heute diese Bewegung im Land werden konnte. Und ich möchte auch als Ministerpräsident dieses Landes, lieber Ehrenpräsident, meinen Respekt bezeugen und einfach Danke sagen und das von Herzen. Und meine Damen und Herren, liebe Herren und Damen, ich glaube, ein Zweiter hat es außerdem verdient, an diesem 22-jährigen, 2x11-jährigen Jubiläum besonders erwähnt zu werden. Man kriegt keine Entwicklung hin, man kriegt keine außergewöhnliche und besondere Entwicklung hin, wenn es nicht dabei ein paar Verrückte gibt. Die müssen einfach entschlossen sein gegen alle Widerstände der Höhen und Tiefen, egal was Frau und Familie sagt, zu sagen, nein, ich nehme mir das vor und ich mache das und ich mache das 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre und ich mache das, solange meine Mitstreiter das wollen. Und ich brenne dafür und du wirst sehen, ihr werdet sehen, es wird ein Erfolg. Und ich glaube, Walter Kassin ist genau so ein Typ. Und so einen Typ braucht man. Das ist genau diese Mischung zwischen absolutem Frohsinn und tiefsitzender Kompetenz, weil die braucht man auch, sonst klappt das nicht, nur Frohsinn reicht im Leben auch nicht. Und hat uns genau das beschert, was der Präsident Volker Wagner gesagt hat. Und das teile ich komplett. Und auch deshalb liebe ich Karneval, das gebe ich ganz freiwillig zu. Nicht nur wegen des Frohsitz, nicht nur wegen der Freude, nicht nur wegen der schönen 5. Jahreszeit. Nein, was die Vereine in unserem Lande auf die Beine stellen, ist Sozial- und Gesellschaftsarbeit, ist Ehrenamt im besten Sinne. Und Volker Wagner hat recht, das spart der Gesellschaft ganz viel böse Dinge. Und auch dafür danke ich von Herzen. Und lieber Walter Kassin, völlig richtig beobachtet. Der Totalitäten-Termin in der Staatskanzlei steht lange fest. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, ich mag den sehr. Die haben ihn aber längst Prinzessin-Termin getauft. Und sagen, wir wissen, warum du den so gerne hast. Und ich stehe dazu. Ich mag ihn deshalb auch so. Ich begrüße von Herzen auch unsere sächsischen Nachbarn. Wir haben ja demnächst die erste friedliche Ausstellung miteinander, 2014. Weil ja hier die Moderatoren viel über Friedrich gesprochen haben. Wir haben ja unter Beweis gestellt, dass ihr vielleicht an manchen Stellen besser feiern könnt, aber wir können besser Kriege gewinnen. Das ist immer so gewesen. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei. Und 2014 feiern wir ein gemeinsames Fest Sachsen und Brandenburg, die erste große gemeinsame Landesausstellung. Und darüber freue ich mich auch sehr. Und gerade im Süden, die Gebiete, die wir von euch mal erobert haben, sind ja heute in Teil der Karnevalshochburgen. Das muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen. Und da haben wir ja von euch auch ein bisschen was Positives übernommen. Ich begrüße genauso herzlich unsere Nachbarn aus Sachsen-Anhalt. Aber weil wir ein bisschen karnevalistisch sind, sei mir gestattet, ich habe nie ganz verstanden, warum euer Land gegründet wurde. Naja, bei Sachsen, Thüringen und Brandenburg weiß das jeder. Aber
Sachsen-Anhalt hätte man noch gut aufteilen können. Magdeburg in die alten Lande, Brandenburg und den Rest hätte der Sachsen gekriegt. Wäre alles sehr gut gewesen. Aber herzlich willkommen, trotzdem, das gibt's ja nicht mehr. Übrigens, ich werde den Sachsen-Anhaltiner nie vergessen. Ich bin ja schon seit 22 Jahren in diesen Landesregierungen und so ein bisschen das Fossil, und da hat man ja so ein Elefantengedächtnis. Havelberg, eine urbrandenburgische Stadt. Ja, heute bewerben sie sich drum, mit uns zusammen eine Buga zu machen. Brandenburg, Bremnitz, Havelberg wollen also wieder heim irgendwie. Bis damals mit einer Stimme Mehrheit im Stadtrat nach Sachsen-Anhalt gekommen. Diese eine Stimme ist dann zur Belohnung Landwirtschaftsminister geworden in Magdeburg. So läuft das dann. Sehr schade um diese schöne Stadt, aber sei es drum, ist ja noch nicht aller Tage an. Ich will auch die Karnevalistinnen und Karnevalisten aus der größten märkischen Stadt sehr herzlich begrüßen. Berlinerinnen und Berliner, herzlich willkommen hier in Brandenburg. Ich bin heute schon, liebe Nerven und Nerven, ein bisschen nachdenklich geworden. Ich habe so im Nebengang in der Rede von Walter Kassin gehört, dass er heimlich mit der Kanzlerin kummelt und uns hier verkaufen will. Lieber Walter, sei da sehr, sehr vorsichtig. Ne? Also im Karneval habe ich nichts dagegen, dass Berlin und Brandenburg eine Einheit sind. Überhaupt nicht. Das hat ja auch was Gutes. Und wenn wir euch bei Klaus Wobera, lieber Eddie, ein bisschen helfen können, tun wir das immer. Du weißt, ich habe mich oft bemüht. Ich habe mich oft bemüht, ihm den Karneval ein bisschen nahe zu bringen. Ich arbeite noch dran, sage ich mal. Aber wir sehen ja ganz kleine Fortschritte, haben wir ja gemerkt, haben wir gemacht. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass ein Karnevalsumzug in Berlin künftig auch Musik machen darf. Mal sehen, ob das ist eine ganz lange große Stadt passieren muss. Mal sehen, ob das funktioniert. Lieber Walter, warum ich, was die staatliche Fusion angeht, einfach immer noch ein bisschen vorsichtig bin. Ich habe ja mein Eid auf das Land Brandenburg geschworen. Ich mag Berliner und ich liebe Berlin und alles ist schön. Berlin ist schön, also Berlin ist bedeutend, Brandenburg ist schön, das wissen wir ja alle. Aber es gibt so eine Prägung, die halte ich sogar, dafür könnt ihr gar nichts, lieber Eddie. Ihr könnt nicht dafür. Wenn man in einer großen Stadt sozialisiert wird, wo es ganz eng ist, wo ganz viele Menschen aufeinander kommen, muss man laut sein, da wird man ein bisschen großmäulig und ein bisschen den Ellenbogen raus. Das braucht man, um da schon in die U-Bahn zu kommen. Das ist so eine Ureigenschaft. Ja? Wenn man in der Uckermark groß wird, kann man ruhig laut sein, hört sowieso keiner, ist keiner da. Braucht man also nicht, ist man ein bisschen leiser. Ich liebe die Uckermark über die Maßen, das ist mein Wahlkreis, böse Zungen nennt es Wolfs Erwartungsland. Ist aber nicht so. Und lieber Eddie, deshalb verzeihen uns, weil ihr so seid, wie ihr seid. Und der liebe Gott gewollt hat, dass ihr 1 Million mehr seid als wir. Sind wir sehr verhalten, weil wir ahnen, was passiert, wenn ihr über uns kommt. Und wie ihr mit Geld umgeht, wissen wir auch. Wir stellen unseren ersten schuldenfreien Haushalt in Brandenburg gerade auf. Ihr wisst gar nicht, was das ist, glaube ich, in Wirklichkeit. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Und liebe Lehrerinnen und Herren, für mich bleibt immer ein Satz, wenn es um die sogenannte Fusion von Berlin und Brandenburg geht, im Hinterkopf, weil manchmal werden ja Berliner ehrlich. Und der Thilo Sarrazin, der viel Unsinn auch erzählt hat, manches Vernünftige, hat mal zur geplanten Fusion von Berlin und Brandenburg gesagt, oh, das finde ich richtig toll, weil jede richtig große Stadt braucht eine geordnete Landschaftspflege um sich herum. So hat er Brandenburg gesehen. Und lieber Eddie, deshalb bin ich. Deshalb denke ich, ihr seid noch nicht reif für die Fusion mit uns. Und deshalb muss man noch ein bisschen warten. Und das ist meine feste Überzeugung, dass man da noch ein bisschen vorsichtig an der Stelle sein soll. Liebe Herrinnen und Herren, wir laufen auf die nächste Saison zu, mit großen Schritten. Ich bin der festen Überzeugung, die Politik in Berlin und Brandenburg hat alles, was sie tun konnte, getan, damit es eine schöne Saison wird. Damit euch die Themen nicht ausgehen, das Flugwesen entwickelt sich.
bin fest überzeugt, dass ich manche Themen schon ahne, die beim Adler oder anderswo eine ganz große Rolle spielen werden. Und lieber Walter Kassin, wir können ja heute Abend zu vorgerückter Stunde bei schöner Stimmung einen Vertrag machen. Sollte die Gefahr sein für die Saison darauf, dass euch die Themen ausgehen, dann machen wir das Ding in Schönefeld einfach nicht auf. Da fällt uns auch was ein. Und dann hat man wieder eine schöne Kamera bekommen. Liebe Herren und Damen, ich sage als Bürger dieses Landes übrigens, ich war heute bei mehreren Veranstaltungen, ich war früh bei der Meisterfeier in Frankfurt-Oder, also wo die Jungmeister ihre Urkunden kriegen. Ich war danach in Potsdam bei der Ehrung von Blutspendern, die mehr als 100 oder 200 Blutspenden, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bereits geleistet haben und bin jetzt hier. Und bei mir ist vorhin nur das Gefühl gekommen, ja, das ist unser Heimatland Brandenburg. Alles gehört ja und passt ja zusammen. Da ist die Wertschöpfung, da wird gearbeitet und zwar immer erfolgreicher. Wir sind mittlerweile das dynamischste Wirtschaftsland, wie es neulich beschrieben wurde, der Bundesrepublik. Da wird Ehrenamt in Hilfe und Sozialen geleistet, mehr als Blutspenden kann man ja kaum. Aber wir haben inzwischen auch gelernt, ausgelassen und frohgemut zu feiern. Und das alles zusammen macht das aus, was über 90%, den höchsten Wert, den wir jemals hatten, am Beginn des Jahres die Brandenburger in der Meinungsumfrage gesagt haben, sie wollen ihre Heimat Brandenburg mit keinem anderen Bundesland mehr tauschen. Und daran habt ihr, lieber Walter, ihr Karnevalisten, einen großen Anteil, denn Freude ist das Wichtigste im Leben und ihr bringt Freude in dieses Land. Hello und eine schöne Saison. Vielen Dank. Für die Politischen, für die Demokratischen und unsere